Willkommen hier zum ersten Age of Wonders Voreinteiler. Ich habe mir gedacht, die Longplays werden wahrscheinlich auf Dauer zu anstrengend sein. Deswegen mache ich ab jetzt Einteiler. Es wird noch einen Longplay geben. So viel kann ich sagen. Also ich habe nach den drei Stück, die ich jetzt schon habe, noch vor, einen weiteren zu machen. Der Rest wird aber an Einteilern kommen. Und ja, das ist jetzt einfach ein kleiner Zusammenschnitt. Am Anfang ist es nicht sehr viel, was ich hier gemacht habe. Ich hab die Gegend erkundet, wie immer. Beschwörung genommen. Und ich kann sagen, ich habe versucht, auf den Magiesieg zu gehen in diesem Run. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ich versuche, die Einteiler so zwischen 8 und 20 Minuten zu lassen. Eine angenehme Länge. Und ja, gleich am Anfang schön eine freie Stadt gefunden. Gut, man spawnt mit den Standardoptionen eh immer neben einer. Aber erstmal haben wir uns denn hier langsam durchgearbeitet, Sachen gefunden, Stadt ausgebaut. Ich expandiere am Anfang ja immer relativ gerne, relativ schnell. Hab in diesem Run relativ wenig bis gar keine Diplomatie geführt. Kann ich sagen. Und wir haben schon die erste Stadt oder das erste... ersten Außenposten da unten gegründet. When all the world has an einer relativ akzeptablen Stelle. Ja. Langsam dann weiter hier durch die Map begeben, geguckt, was wir jetzt Neues bekommen haben. Und natürlich, why not? Das Einhorn passt doch. Hab vergessen zu speichern, aber... ja. Für den Magiesieg, das ist der neue Magiesieg. Das ist nicht so, als ob das eine ältere Folge ist, wie es häufig bei mir der Fall ist. Muss man ein bisschen mehr machen. Wir müssen zwei dieser mächtigen Wunder einsammeln. Und clearen. Ich kann sagen, das sind mehrere Runs, die ich gemacht habe, bis ich mal Glück hatte. Meistens waren die beiden Wunder immer so weit auseinander oder nicht mal ansatzweise in meiner Nähe, dass es einfacher war, sämtliche Gegner zu vernichten. So, eine freie Stadt, die mich direkt von Anfang an als Feind sieht, belagert, damit wir die aus dem Weg bekommen, war wahrscheinlich das Beste, was ich hätte machen können. Ja. Machen wir es so. Die... von Anfang an war die halt schon ein kleines Problem, die Stadt. Leider konnte ich die Bevölkerung in dem Moment nicht durch meine ersetzen, was ich sie gerne gemacht hätte. Deswegen habe ich sie einfach zerstört. Das Geld konnte ich zu der Zeit auch relativ gut gebrauchen, weil ich eine Armee hochziehen wollte, weil ich hier unten so ein paar kleine Probleme mit meiner neu gegründeten Stadt hatte und meine Armee da oben gammelte. Das erste Wunder, beziehungsweise das zweite Wunder habe ich auch entdeckt. Eines ist bei uns auf dem Kontinent gewesen, das andere direkt an der Küste auf dem anderen Kontinent. Das war relativ einfach für mich. Das Wunder hier, direkt unter der Stadt, die wir gerade zerstört haben. Damit war mir klar, ich muss diese Stadt annektieren, anstatt als Marionette zu lassen. Damit ich relativ nahegelegen dort auch Truppen ausheben kann. Und die Stadt, die ich da oben gerade am Zerstören bin, da muss ich eine neue hinsetzen. Damit ich dort Truppen ausheben kann. Um mich einzugraben und mich zu verteidigen. Das andere Wunder, da ist direkt ein Gegenspieler vorhanden auf der anderen Küstenseite. Den habe ich versucht, politisch freundlich entgegenzugehen, aber es hat nicht geklappt, deswegen habe ich es nach einer Weile gelassen. Habe mir diese Stadt als Vasallen geholt, als Marionette, Vasalle. Das hier ist leider nicht die Person, die ich meine, aber mit der haben wir tatsächlich auch ein Verteidigungsbündnis gemacht. Er wollte von alleine. Er musste nicht sehr viel politisch machen. Nur Geld bezahlen. Aber es ist so, dass ich denn hier jetzt sogar schon mir den Zauber geholt habe für die Wunder zum Binden. Da wir hier schon relativ gut offen sind. Auf meinem Kontinent befindet sich halt noch eine feindliche Spielerin. Also eine feindliche Spielfraktion. Habe ich einfach direkt den Krieg der erklärt, damit ich diesen Kontinent für mich hatte. Sodass auf meinem eigenen Kontinent mir niemand mehr gefährlich werden konnte. Das war der Plan dahinter. Deswegen direkt, als meine Armee relativ strong war und ich sie gerade im Osten nicht benötigte, also erstmal Krieg erklärt, nochmal geguckt, was da sinnvoll ist. Und dann eine deren Städte belagert, und zwar die Thronstadt sogar. Armee nachgezogen. Ja. Und dann langsam bereit gemacht, mich für den Kampf zu rüsten und
für die Eroberung der Bäume. Armeen weiter ausgebaut, Kampf um die Thronstadt. Haben wir natürlich gewonnen, was will man anderes erwarten. Keine Verluste auf unserer Seite. Und zum Vasallen machen. Weil dann können die uns hier oben nicht nerven. Ja, wieder besiegt. Das ist schon mal gut für uns. Und ja, jetzt habe ich da meine Flotte ausgebaut, habe ich jetzt um den Baum gekümmert. Hier habe ich dann nicht hinbekommen, auf den Baum zu klicken und die richtige Einheit auszuwählen. Ich kriege das einfach nicht hin. Dafür war ich wirklich ein bisschen zu blöd. Endlich bekommen. Dann mal gucken, was passiert. Und ja. Sehr gefährlich. Ja, ändert nichts, wir verlieren Truppen. Dachte ich mir so. Riskieren wir es einfach. Ja, eine ganze Armee vernichtet. Denn einfach mit einem anderen Helden hinterher. Gegner sind geschwächt. Nur zwei verletzte Einheiten, Baum bekommen. Und ja, dann kurz geguckt, was wir so für Möglichkeiten haben. Hab mich für eine Sache entschieden. Hab dann angefangen, das Gebiet sofort zu annektieren. Hätte ich gar nicht machen müssen, sehe ich gerade mit Bevölkerung. Denn habe ich einen Frieden gemacht mit dem letzten noch vorhandenen Spieler, der zwischendurch meinen Bündnispartner vernichtet. Hab die Stadt hier integriert, damit ich hier auf dieser Landesseite jetzt Truppen ausbilden konnte und mich sicher fühlen konnte, weil wir haben jetzt 10 Runden Frieden. Das reicht aber nicht, um den Magiesieg sich zu holen. Deswegen musste ich dennoch meine Armee aufrüsten und ausbauen. Die Marionetten da oben schützen mich oder helfen mir auf jeden Fall ein bisschen. Ich habe hier schon mal die Stadt ausgebaut, dass es auch verteidigt werden kann, wenn es belagert wird, weil wir müssen hier sozusagen, das ist unsere beste Position zum Reforcen der Truppen. Und ja, keine so guten Truppen, aber erstmal Truppen ausbilden oder ausbauen. Und dann habe ich mich jetzt darum gekümmert, Altar der Alten zu erobern. Wie beim letzten Mal. 100% Erfolgschance. Komm, mach Remske. Wir haben eine 100% Erfolgschance. Ich weiß gar nicht, warum das Schicksal sich noch entscheiden muss oder gucken muss, ob es klappt, es klappt. Bam. Erster Kampf. Und ziemlicher Verlust für uns. Die ganze Armee mal wieder verloren. Habt sie aber natürlich schon nachproduziert. Zweiter Kampf natürlich, denn nur gegen ihren feindlichen Helden. Ohne Verluste. Eine schöne Axt, Geld oder Imperium. Ja. Und dann Truppen da gesammelt. Den Zauber, den ich schon bereit hatte, raufgehauen. Und damit haben wir die beiden alten Wunder gebunden. Ich bilde jetzt hier neue Truppen aus, weil ich will die nächste Armee ready to go haben. Hab dort Truppen ausgebildet, bin hier überall am Truppen ausbilden und ich bin jetzt ja schon in der heißen Phase. Weil jetzt habe ich den letzten Zauber, den wir benötigen für den Magiesieg. Jetzt müssen wir den Zauber auch nur noch starten. Das dauert gleich einen Moment. Ich habe meine Truppen hier verteilt, dass ich überall möglichst viele an den Altaren habe. Bin damit okay gewesen, zum Beispiel auch, da ist der Zauber oben rechts. Nein, zurück. Zurück. Da ist er. Da, nein. Ja, da haben wir ihn. Haben ihn sogar durchgezaubert. Und jetzt wählen Ziel. Und ich wusste nicht genau, wo ich den hinsetzen soll. Also habe ich ihn einfach hier hingesetzt, weil es näher in meinem Land ist. Und das hat ihn direkt in den Krieg geholt. Das war natürlich dann zu erwarten. Deswegen habe ich meine Truppen ja hier überall stationiert. Und ja, jetzt ist hier dieser Moment. 15 Runden. Hab mir die Vasallenmobilisierung zugunsten genommen.
Bunsen gemacht, einfach nur damit wir die haben. Überall Truppen ausgebildet und ja. Jetzt langsam gern Magiesieg. Und was soll ich sagen? Das waren anstrengende 15 Runden. Wir wurden mehrmals von starken Truppen bedrängt. Ich habe jetzt nicht jeden Kampf drin, aber es gab einige, wo wir auch viel Truppen verloren haben. Ich habe immer dann beschworene Einheiten in großer Menge uns geholt, um einfach nur die zu haben. Und hier ist jetzt der letzte Zug, nachdem ich die 15 Runden uns verteidigt habe. Ach, Magiesieg. Mit einer Zaubercharakter. Und ja. Runde 137, der Magiesieg. Ihr könnt euch das mal alles angucken. Und dann dachte ich mir so, ach Gott, das geht mir ein bisschen zu langsam, wie das hier so voranschreitet. Muss ich mir das jetzt wirklich antun bei dieser Geschwindigkeit? Also habe ich gesagt, ich mach's selber. Ein bisschen schneller, dann ist es angenehmer. Wupp, wupp. Sieht man, wie wir uns da schön ausgebreitet haben. Auch wie die Gegenpartei sich ausgebreitet hat und dann langsam der Magiesieg und easy victory. Ja, hier nochmal kurz diese ganzen Werte, die wir hier haben. Expansion bin ich immer relativ gut in dem Spiel und auch bei der Wirtschaft. Alles andere kann ich eher so lala, aber naja. Und danke fürs Zusehen, das war der erste Einteiler. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das einfach so frei kommentiert beibehalte. Ich bin da noch ein bisschen am Rumexperimentieren und gucken, wie ich das möchte. Auf jeden Fall war das unser One mit unserem Katzenvolk. Und sie hat sich natürlich den Aufstieg ins Pantheon verdient. Aber damit dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.